eine Geschichte aus der Kindheit. Als ich ein Teenager war, standen mein Vater und ich einmal in der Schlange, um Tickets für den Zirkus zu kaufen. Schließlich gab es noch eine andere Familie zwischen uns und dem Ticketschalter. Die Familie hat mich sehr beeindruckt. Es gab 8 Kinder, alle wahrscheinlich unter 12 Jahren. Die Art und Weise, wie sie angezogen waren, zeigte, dass sie nicht viel Geld hatten. Aber ihre Kleidung war ordentlich und sauber. Die Kinder benahmen sich gut. Alle standen in einer Schlange, 2x2 hinter ihren Eltern und hielten sich an den Händen. Sie plapperten aufgeregt über die Clowns, Tiere und all die Taten, die sie in dieser Nacht sehen würden. Durch ihre Aufregung konnte man spüren, dass sie noch nie zuvor im Zirkus gewesen waren. Es wäre ein Höhepunkt ihres Lebens. Der Vater und die Mutter standen an der Spitze des Rudels und standen so stolz wie möglich. Die Mutter hielt die Hand ihres Mannes und sah zu ihm auf, als wollte sie ihm sagen: „Du bist mein Ritter in glänzender Rüstung." Er lächelte und genoss es, seine Familie glücklich zu sehen. Die Ticket-Dame fragte den Mann, wie viele Tickets er wolle. Er antwortete stolz: „Ich möchte 8 Kindertickets und 2 Erwachsenentickets kaufen, damit ich meine Familie in den Zirkus bringen kann." Die Ticket-Dame gab den Preis an. Die Frau des Mannes ließ seine Hand los. Ihr Kopf senkte sich. Die Lippe des Mannes begann zu zittern. Dann beugte er sich etwas näher und fragte: „Wie viel haben Sie gesagt?" Die Ticket-Dame gab erneut den Preis an. Der Mann hatte nicht genug Geld. Wie sollte er sich umdrehen und seinen 8 Kindern sagen, dass er nicht genug Geld hatte, um sie in den Zirkus zu bringen? Als mein Vater sah, was los war, griff er in seine Tasche, holte einen 20-Euro-Schein heraus und ließ ihn dann auf den Boden fallen. Wir waren im wahrsten Sinne des Wortes nicht reich. Mein Vater bückte sich, nahm den 20-Euro-Schein, klopfte den Mann auf die Schulter und sagte: „Entschuldigen Sie, das ist aus Ihrer Tasche gefallen." Der Mann verstand, was vor sich ging. Er bettelte nicht um Almosen, schätzte aber sicherlich die Hilfe in seiner verzweifelten, herzzerreißenden und peinlichen Situation. Er sah meinem Vater direkt in die Augen, nahm die Hand meines Vaters in seine beiden, drückte sie fest auf die 20 Euro und mit zitternder Lippe und einer Träne, die über seine Wangen lief, antwortete er: „Danke. Danke. Das bedeutet mir und meiner Familie wirklich viel." Mein Vater und ich gingen zurück zu unserem Auto und fuhren nach Hause. Mit den 20 Euro, die mein Vater verschenkt hat, wollten wir unsere eigenen Tickets kaufen. Obwohl wir den Zirkus in dieser Nacht nicht sehen konnten, fühlten wir beide eine Freude in uns, die weitaus größer war, als es der Zirkus jemals bieten konnte. An diesem Tag lernte ich den Wert zu geben.